بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 9, Surah At-Tauba, Vers 100, sagt er, und die Vorausgehalten, sinngemäß, und die Vorausgehalten von den Muhajirun und den Ansar und diejenigen, die in dem guten Handeln folgen. Sabiqun al-Awwalun min al-Muhajirin wal-Ansar wal-Ladina taba'un bi-Ihsan. Radiallahu anhum wa radu'an. Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden. Das sind die Sahaba, das sind die Gefährten des Propheten a.s. Muhajirun und Ansar. Und der Prophet a.s. hat in einem Hadith gesagt, Sataftariku hadhi al-Umma ala thalathin wa sab'ina firqa kulluha fi nari illa wahida. Diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten, jede davon wird in die Hölle gehen. Das heißt, es wird Abweichungen geben, es wird Leute sagen, sie sind Muslime, aber die folgen nicht dem Weg des Propheten. Und dann hat er gefragt, Ja Rasulallah, ma hiya tilka firqa, wer ist diese Gruppe, die gerettet ist? Es ist alles in der Hölle außer eine. Wer ist die Gruppe, die gerettet ist? Und er sagt, die, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Das heißt, wenn wir der Wahrheit folgen wollen, müssen wir uns die Gefährten zum Vorbild nehmen. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, Inna Allah nadhara al-qulub al-ibad, fa wajda qalb Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, khayru qulub al-ibad. Allah فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِي وَبْدَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ. Das heißt, Allah hat auf die Diener geguckt und hat die Herzen der Diener geguckt und hat gesehen, dass das Herz von Mohammed a.s. das beste Herz der Diener ist. So hat er ihn erweckt und hat ihn mit seiner Botschaft geschickt. ثُمَّ نَذَرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِ خَيْرُ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَهُ. Und dann hat er danach zu den Herzen der Diener, nach Mohammed, hat gesehen, dass die Herzen der Sahaba die besten sind. Und da hat er sie zu Wuzara, zu Minister für die Religion von den Propheten gemacht. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. Der hat er also zu Leuten gemacht, die dem Propheten a.s. helfen. Allah hat diese Leute ausgewählt. Und deswegen, lieben Geschwister, müssen wir uns mit diesen Leuten beschäftigen, um uns mit diesen Leuten, um uns ein Vorbild an diesen Leuten zu nehmen. Und es wird oft über Geschichten von Sahaba geredet und das wird erzählt als Beschäftigungstherapie oder als, wie soll ich sagen, Unterhaltung. Aber ich möchte euch sagen, wir reden heute nicht aus Unterhaltung darüber oder wegen Unterhaltung, sondern wir reden darüber, damit wir so werden wie diese Leute. Wir können von der Jins, von der Allgemeinheit wird es nicht so sein, dass wir diese Generation so gut sein wird wie die Generation der Sahaba. Aber man kann, einzelne Personen können, weil es sind Menschen, in gewissen Dingen diese Stärken auch erreichen, diesen Mut von verschiedenen Personen erreichen. Das ist möglich. Es ist ein falsches Konzept zu denken, man kann gar nicht werden wie der eine oder andere beispielsweise. Bei Sahaba gibt es auch Unterschiede. Ist ja nicht jeder ein Abu Bakr. Du kannst nicht so werden wie Abu Bakr von deinem Iman her. Ja, weil der Prophet hat schon gesagt, dass Abu Bakr der Beste nach den Propheten ist von den Menschen. Das heißt, das wirst du nicht schaffen. Aber du kannst danach streben. Das Problem ist, Bruder, wir reden oft über diese Geschichten und das ist dann wie... Das ist dann wie so eine Ausrede. So wie, ach ja, wir können ja nicht, wir sind ja zu schwach. Und in der heutigen Zeit, ich sage Leute, diese Gedanken,
die müssen wir endgültig in die Mülltonne werfen. Das ist eine Krankheit, die in diese Umma reingekommen ist, nachdem das Osmanische Reich gefallen ist. Wir können nicht, wir sind schwach, was sollen wir machen? Das ist eine Einstellung, die dem Islam fremd ist. Das ist eine Einstellung, die dem Islam fremd ist, die wir aber sozusagen aufgenommen haben. Dieser Yes, diese Verzweiflung. Ach ja, und es gibt eine Atombombe in Pakistan, eine Atombombe in Indien, und was sollen wir machen? Ich kann euch sagen, was man machen muss. Verändere dich. Und wenn du dich selber veränderst, wirst du die Welt verändern. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wird die Lage eines Volkes nicht verändern, bis sie das verändern, was in sich selber ist. Und deswegen reden wir auch über diese Leute. Und wie verändern wir uns? Was sagt Imam Malik? La yasluhu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bi awwalha. Das Ende dieser Umma wird nicht gerecht werden, außer durch was das erste gerecht wurde. Das heißt, richtiges Lernen dieser Religion. Und ich möchte euch hier etwas sagen, etwas ganz Wichtiges für euch auch erwähnen. Gefühle sind ansteckend und Charaktereigenschaften sind in vielen Dingen auch ansteckend. Ihr habt das sicherlich auch schon selber gemerkt. Wenn ihr zum Beispiel in einem Raum seid und jemand fängt an zu lachen, auf einmal alle sind am Lachen. Jemand fängt an zu weinen, auf einmal werden alle traurig und viele fangen an zu weinen. Leute sind am Gehen, auf einmal fangen alle an zu gehen. Und so ist das auch mit Mut. Ja, ist es auch mit Entschlossenheit, ist es auch mit Motivation. Wenn jemand da ist, dessen Herz Motivation ausstrahlt, diese Strahlen gehen wie aus seinem Herz zu den anderen Herzen über. Und deswegen müsst ihr diese Motivation haben. Und die Sahaba, die hatten den besten Lehrer gehabt. Und wenn ich jetzt fragen würde, ich frage euch jetzt zum Beispiel, du hast es letzte Woche schon mitbekommen, ich frage euch jetzt zum Beispiel, nennt mir mal einige Eigenschaften vom Propheten Mohammed a.s. Nenn mir mal ein paar Eigenschaften, wie du den Propheten kennst. Bitte, bitte, ich möchte mal von euch einige hören. Hier kennt. Sehr gut, das ist, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Er ist der Vertrauenswürdige. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von ihm. Und übrigens, das ist eine Eigenschaft, die allgemein bei den Quraysh vorhanden war. Dass sie Leute waren, die ihr Wort halten haben, die eine gewisse Ehre hatten. Trotz ihren ganzen Fawahish, ihren ganzen Hurerei und was sie dort alles hatten, aber sie hatten eine gewisse Art von Ehre, zu ihrem Wort zu stehen und so weiter. Und Mohammed war der, der am meisten zu seinem Wort stand. Und deswegen sagen die Gelehrten auch, war das eine Eigenschaft, warum Allah diese Gegend für seine letzte Botschaft ausgewählt hat. Das ist ganz wichtig. Trotz diesem ganzen Sauferei, die haben gesoffen wie die Löcher. Ja, wie auf dem Oktoberfest, Bruder. Die waren viele richtige Alkoholiker, Achi. Ja, es ist einfach so. Musik, Prostitution, alles vorhanden. Aber sie hatten einige solche Eigenschaften. Und deswegen sage ich euch, schmückt euch mit diesen Eigenschaften, wie zum Beispiel vertrauenswürdig zu sein, zu deinem Wort zu stehen. Und das wird dich, inshallah, auch stärken. Das ist eine Eigenschaft, die Allah sehr liebt. Was hat er noch für Eigenschaften? Was fällt dir zum Beispiel noch ein? Dass er sehr weise war. Sehr weise und sehr intelligent, das stimmt. Der hat zwar kein Lesen und Schreiben gelernt, aber er war unheimlich weise und er hat auf Arabisch, das ist ein Wort, was sehr wichtig ist, Firasa. Firasa, das heißt Intuition zum Beispiel, wie er mit verschiedenen Menschen umgeht. Unglaublich, eine unglaubliche Intuition. Ja. Was fällt dir ein für eine Eigenschaft? Sadik, ja, wahrhaftig. Das haben wir eigentlich, sowas Ähnliches haben wir eben schon gehabt. Ja, nur bei einem Amana, das ist zum Beispiel etwas, was zum Beispiel eine Eigenschaft ist, du gibst etwas zurück und so weiter. Hamza, was fällt dir ein? Was für eine Eigenschaft hat der Prophet a.s.? Wie war der gewesen, der Prophet a.s.? Von seiner Art her, von seinem Leben her, was war gut an dem gewesen? Vielleicht fällt dir auch was ein. Vielleicht fällt dir was ein, eine Eigenschaft vom Propheten a.s., die er hatte. Ja, zum Beispiel, nenn mal ein paar, die dir einfallen. Eigenschaften. Ja. Dass er zum Beispiel immer ruhig war. Wenn er zum Beispiel, wenn jemand ihm blöd gekommen ist, sozusagen, dass er immer ruhig geblieben ist. Habe ich gerade mitgekriegt. Oder, ich weiß nicht.
Also du hast gesagt, wenn ihm jemand blöd gekommen ist, hast du gesagt, ist er immer gut geblieben. Du hast gesagt, du hast das mitbekommen. Wer hat das gesagt? Nee, gerade im Bus ein bisschen laut geworden. Ich bin ruhig geblieben. Ja, aber es ist eigentlich so, Bruder, dass der Prophet, a.s.w., der war nicht immer ruhig gewesen, sondern der war auch sehr entschlossen gewesen. Und es ist oft so, dass uns immer gesagt wird, der war immer ruhig, immer ruhig, immer ruhig, um uns auch selber zu stoppen. Und er war in vielen Dingen, der war immer beherrscht. Der Prophet, a.s.w., war immer beherrscht gewesen. Das heißt, der hat nie etwas gemacht, was keine Hand und Fuß hatte. Ja? Aber, Bruder, er war zum Beispiel auf der Minbar, er hat manchmal geredet, als wenn er eine Armee anfeuert. Bruder, er ist auch manchmal wütend geworden, er hat auch manchmal geschrien, um die Leute aufzuwecken. Ja, Bruder, und eine Eigenschaft, und ich habe das extra gefragt, diese Frage, Bruder, eine Eigenschaft, die uns fast nirgendwo erwähnt wird, und die fällt den Brüdern nie ein. Deswegen, Bruder, ich habe euch extra gefragt, weil ich weiß, dass diese Eigenschaft verbuddelt wurde. Und wie ich eben schon gesagt habe, nachdem das Osmanische Reich gefallen ist, der Prophet, a.s.w., war unglaublich mutig und tapfer. Ach, in der Schlacht von Hunain, das ist im Koran, das ist Toba, liest du. Ja? لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. Ja, in diesem Vers. Ach, da sind die Leute laufen gegangen. Ach, da waren tausende Kuffar vor denen. Und das ist manchmal so. Manchmal kommt ein Schock zu dir und obwohl du ein mutiger Mensch bist, du bist schockiert. Da sind Leute laufen gegangen, wie Salama ibn Akawa. Das war einer der, Bruder, der hat alleine gegen eine ganze Armee gekämpft und hat die beschäftigt. Versteht ihr? Solche Leute sind laufen gegangen. Ach, es wird geredet von tausenden Feinden der Kuffar. Und der Prophet, a.s.w., ist mit einigen Leuten stehen geblieben. Dann haben die einige von den Ansar gerufen. Da waren die 80 bis 100 Mann. Was hat der Prophet gemacht? Der ist auf die losgegangen. Und die haben gesagt, die mussten sein Reittier festhalten, seine Stute mussten sie zurückhalten. Er war jemand, der absolut entschlossen gewesen ist. Umar al-Khattab, an dem Tag, wo Umar al-Khattab gekommen ist, und hat den Islam angenommen. Ach, die Leute wussten, die haben rausgeguckt aus der Tür, da steht Umar al-Khattab mit einem Schwert. Umar al-Khattab, das ist ein Mensch gewesen, der sieht aus wie dieser Ringer da, sozusagen Alexander Karim, also nicht jetzt vom Aussehen, ich meine von der Statur her, riesengroß. Ach, und natürlich einige, die sind schockiert, das ist gefährlich jetzt. Und der ist bereit zu sterben, der Umar al-Khattab. So, und jeder Mensch hat Angst um sein Leben irgendwo auf eine Art. Ja, und das war in der Anfangszeit noch. So, wer hat die... Dann hat einer hat sich gemeldet aus den Sahaben und hat gesagt, er macht die Tür auf. Wer war das? Hamza ibn Abdul Muttalib. Er hat gesagt, wenn er mit Frieden gekommen ist, alles okay. Wenn er Krieg haben will, sinngemäß, ich werde ihn mit seinem eigenen Schwert töten. Aber wer hat die Tür aufgemacht? Der Prophet, a.s.w., hat selber die Tür aufgemacht. Was hat er gemacht? Der hat Umar al-Khattab gepackt und hat ihn zu Boden gezogen. Kannst du dir das vorstellen? Ach, das war kein Bruder, der hat sich in vielen Sachen gefallen lassen, wenn es um seine eigene Sache ging. Aber wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala ging, wenn es um die Botschaft ging, er war völlig entschlossen. Ja, und warum erwähne ich das? Weil ich habe eben gesagt, dass Gefühle und so weiter anstecken. Wenn wir diese Geschichten lernen und über Geschichten reden, dann sollen uns diese Geschichten anstecken. Und der Prophet, a.s.w., dadurch, dass er so entschlossen war, hat er auch viele Leute, die um ihn herum waren, entschlossen gemacht. Das hat sich übertragen. Und heute wollte ich über eine, wie gesagt, deswegen reden wir über die Sahaba. Und die Sahaba sind ein Beispiel von Aufopferung für diese Religion. Und das ist etwas, was heutzutage leider völlig verloren gegangen ist. Aufopferung, wenn du von Aufopferung redest, ja. Es ist alles, ach ja, solange wir in der Moschee sitzen und wir haben was Leckeres zu essen, Kebab oder Couscous oder was auch immer, dann sind alle zufrieden. Ja. Aber wehe dem, ach, es geht dir an die Kragen. Wehe dem, auf einmal steht morgen die Polizei bei dir vor der Tür. Wehe dem, auf einmal kommt eine Razzia bei dir zu Hause. Bruder, wisst ihr, wie viele Brüder, die so einen Bart haben, dann auf einmal sagen, hey, du hast uns die ganzen Probleme gebracht. Wisst ihr, welche Eigenschaft das ist?
Das ist die Eigenschaft von Bani Israel. Achi, Bani Israel, Musa a.s., was hat er gemacht? Surat Taha. Das müsste die fünfte Seite sein. Lest euch das durch. Surat Taha, der ist zu Pharaon gegangen. Ja? Und dann hat Pharaon gesagt, ja, wir werden hier mit einem, sinngemäß, wir werden hier mit einem Zauber kommen, der stärker ist als dein Zauber. Faj'al baynana wa baynaka mawida. Mach zwischen uns und dir, mach einen Treffpunkt aus. Einen Zeitpunkt und einen Treffpunkt. Was hat Musa zu ihm gesagt? Hat Musa zu ihm gesagt, ja, nein, guck mal, ich will keine Probleme. Musa hat gesagt, mawidukum yawmuzina. Unser Treffpunkt ist, euer Treffpunkt ist yawmuzina. Was war yawmuzina? Yawmuzina war der Tag, wo die Ägypter sich getroffen haben, wo das große Fest damals hier in Ägypten war, zur Zeit des Pharao. Warum hat er das gemacht? Der hat das gemacht, weil an diesem Tag die ganzen Menschen sich zusammeln und er die Botschaft auf einen Schlag den ganzen Menschen geben kann. Was ist danach passiert? Danach gab es Probleme. Umso effektiver du die Botschaft zu den Menschen bringst, umso mehr Probleme gibt es. Die mussten nachher fliehen. Was haben einige von Bani Israel gesagt? Musa, guck mal, du bringst uns die ganzen Probleme. Durch dich, Musa, haben wir die ganzen Probleme bekommen. Guck mal, damals, als du geboren bist, wurden unsere Kinder getötet und jetzt, guck mal, lass uns doch einfach in Ruhe leben. Ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr in Ruhe leben oder wollt ihr sein wie Sahaba? Wir müssen uns fragen, nicht ihr. Wir müssen uns fragen, wollen wir einfach nur in Ruhe leben oder wollen wir sein wie Sahaba? Und wenn wir sein wollen wie Sahaba, müssen wir auch durch dasselbe gehen und ich hoffe, dass wir durch diese Geschichten angesteckt werden. Brüder, heutzutage, wenn wir gefragt werden, nenn mir mal einen Fußballspieler. Bruder, da können dir alle 1000 Fußballspieler, 1000 Sänger zeigen. Wenn es aber um die Leute geht, die unsere Vorbilder sind, wo der Prophet sagt, hier, die so sind wie ich und meine Gefährten, dann wissen es die wenigsten. Wo ist die islamische Identität? Deswegen muss man sich mit solchen Geschichten beschäftigen. Unsere islamische Identität, wer sind wir? Sind wir Jürgen Klinsmann? Wer sind wir? Wir sind die Nachfahren. Wir sind die Folger von denjenigen, die den Propheten mit dem Schwert verteidigt haben. وَالَّذِينَ تَبَعُوا بِإِحْسَانُ Diejenigen, die ihnen folgen, was? So 9 Vers 100 mit Ihsan, mit Güte. Also müssen wir gucken, wie haben diese Leute gelebt. Jetzt. Zum Beispiel, wie viele Sahaba kennt man? Wenn man jetzt fragen würde, nenn mir mal die Namen der Sahaba, die du kennst. Wirklich. Brüder, glaub es mir, wenn wir in Deutschland eine Umfrage machen, du fragst 100.000 Jugendliche, nenn mir mal alle Sahaba, die du kennst. Glaub es mir, du kommst im Durchschnitt nicht über 10 Sahaba hinaus. Geschweige denn die Geschichte von denen zu erzählen. Einige Sachen zu erzählen, die die gemacht haben. Brüder, und ich will mich nicht rausnehmen. Ach, ich kenne viel zu wenige. Aber man muss sich verändern. Und deswegen zum Beispiel heute die Frage wirklich, einfach mal eine Frage, wer war der Sahabi, der die Schwester von Omar belehrte, der ihr den Koran vorlas? So. Das ist zum Beispiel eine Frage, das ist ganz wichtig, wir haben immer diese Geschichte geredet, Omar al-Khattab, als er Muslim wurde, wie ist das passiert? Omar, guck mal, wenn du diese Frage stellst, und dann fragen wir die nächste Frage, wer war der Sahabi, der am meisten in Mekka leiden musste? Viele werden sagen Bilal, aber Bilal ist nicht der, sondern der, über den wir heute reden. Und glaub es mir, Bruder, den kennt fast keiner. Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad, glaub es mir, Bruder, viele haben den Namen noch nie gehört. Ach, das ist die Person, durch die indirekt Umar al-Khattab Muslim geworden ist. Der hat die Schwester von Umar al-Khattab unterrichtet mit ihrem Mann zusammen. Wie hieß ihr Mann? Sa'id ibn Zayd, der war der Mann von der Schwester von Umar al-Khattab. Wie hieß die Schwester von Umar al-Khattab? Fatima ibn al-Khattab. Ja, was ich damit sagen will, ist, Bruder, das ist unsere Identität. Wir müssen das kennen. Glaub es mir, du fragst 1000 Muslime, die in Deutschland aufgewachsen sind. Die kennen weder Khabbab ibn al-Arad, noch Sa'id ibn Zayd, noch Fatih ibn al-Khattab. Den einzigen, den sie kennen, ist Umar al-Khattab. Den kennt jeder. Aber Achi, das sind wichtige Personen. Das ist die Person, Achi, der den unterrichtet hat. Und hier will ich kurz über diese Geschichte. Wie hat es mit ihm angefangen? Er war ein Sklave gewesen. Deswegen wurde er auch so gequält. Wie ist er zum Sklaven geworden? Man weiß es nicht genau, es war damals so. Es gab oft unter den Arabern Kriege. Und dann wurden die Frauen und die Kinder versklavt. Er kam als kleiner Junge, er wurde verkauft, kam nach Mekka.
die Eltern sind vielleicht gestorben, was auch immer. Und eine Frau, die heißt Ammar al-Khuza'iyya, die hat ihn genommen, das war seine Sklavenhalterin. Was hat die mit ihm gemacht? Die hat ihn benutzt. Er hat keine Menschenrechte gehabt, sondern der musste arbeiten. Arbeiten. Also was hat der gearbeitet? Der war sehr geschickt gewesen, es war ein sehr dünner Mensch gewesen, der war sehr geschickt, ihm Schwerter und Speere herstellen. Der hat dafür ein Talent gehabt, der war sehr geschickt daran. Da hat sie ihm einen Laden eingerichtet, da musste er von morgens bis abends arbeiten, die Schwerter, und er war berühmt. Die Quraysh sind zu ihm gekommen, weil das war einer, der super Schwerter machen konnte. Ja? Und die sind zu ihm gekommen und sie hat das ganze Geld kassiert. Und er war den ganzen Tag dort, heiß, wenig zu essen. Und dann an diesen, wie gesagt, mit dem Feuer den ganzen Tag am Arbeiten. Und er war kaputt. Und er wurde gezwungen, Götzen anzubeten. Und von vornherein in seinem Herzen hat er das verabscheut, Götzen anzubeten. Warum soll ich Steine anbeten? Und er hat sich nachts... Und guck mal, Bruder, was ist jetzt die wichtige Lehre? Das ist ein einfacher Mensch. Aber der ist auf der Fitra. Warum ist das wichtig für unsere Dawa? Warum? Na guck mal, in unserer Dawa, glaub es mir, wie oft habe ich das erlebt. Leute, die kommen zum Islam und du fragst ihn, wie kommt es, wie bist du zum Islam gekommen? Was ist der dir sagt? Weißt du, Bruder, ehrlich gesagt, ich habe das eigentlich schon immer so geglaubt. Aber mir hat da nie einer was von erzählt. Wisst ihr, bei wie vielen Sahabern das so gewesen ist? Die immer, zum Beispiel Abu Dharr, ja, der hat die Götzendienst verabscheut. Weil Leute, die eine Fitra haben, der Prophet, was hat er gesagt? Ma min mauludin illa yuladu al-fitra. Fa abawahu yuhawidani wa yumnasirani wa yumajisani. Jedes Neugeborene wird mit der Fitra geboren, mit der natürlichen Veranlagung, den einen wahren Gott anzubeten. Deswegen, wenn du den Menschen lassen würdest auf einer Insel, ja, ohne äußere Beeinflussung von Shayatin, der würde Allah anbeten. Der Mensch muss was anbeten, sein Herz ruft nach Anbetung, aber der Shaitan bringt ihn zum was Falschen anzubeten. Der Mensch braucht die Anbetung. Es gibt keinen Menschen, der nichts anbetet. Dein Herz braucht Anbetung. Und wenn du nicht die richtige Anbetung findest, dann kommt der Shaitan und bringt dich zu falscher Anbetung. Dann hast du Schmerzen. Guck mal, wenn du nichts isst, hast du Schmerzen. Dein Bauch tut dir weh. Du willst was essen, du willst was trinken. So hat das Herz des Menschen Verlangen zu beten. Aber wenn du nicht das Richtige anbetest, wirst du das Falsche anbeten. Oder du wirst dich betäuben mit Alkohol, mit verschiedenen Dingen, die dem Satan gefallen. Jedenfalls diese Person, das ist wichtig. Wir müssen nach diesen Personen suchen, die dort draußen sind. Und dieser Khabab ibn Arad, der hat die Ungerechtigkeit gesehen. Ja, er ist den ganzen Tag am Arbeiten, er bekommt nichts. Und er hatte in seinem Herzen den Wunsch, die Wahrheit zu finden. Den Wunsch, dass sich irgendwann was verändert. Und deswegen sage ich euch, Brüder, es fängt oft mit einem Wunsch an. Wünsche du dir, dass der Islam nach vorne kommt. Und dann gehe Schritte. So, jetzt Khabab ibn Arad. Er war am Arbeiten und er wird gezwungen. Und sein ganzes Leben. Und er guckt nachts in den Himmel und er sieht, wer hat das alles erschaffen? Das sind doch nicht die Götzen. Eine natürliche Fitra, die viele Leute auch in Deutschland haben. Glaubst du, viele Leute, die sagen, sie sind Christen, wenn er sie fragt, glaubst du, Jesus ist der Sohn Gottes? Sagen die, nee. Glaubst du, Jesus... Wie oft haben wir schon Leute getroffen, die so zum Islam gekommen sind? Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Die sagen, nee, die glauben das nicht. Sondern die sind im Herzen schon näher zum Islam als alles andere. Jetzt, was ist passiert? Ganz wichtig, guck mal. Eines Tages, Khabab ibn Arad, der hört ein Gespräch in seinem Laden. Da kommen Leute und die reden, der Mohammed, der behauptet, er ist Prophet und so. Sallallahu alaihi wasallam. Und die reden schlecht über ihn. Und dann reden sie, ja, Lügner, Zauberer, verrückt und so weiter und so fort. Was ist passiert, Achim? Er hat das gehört, hat direkt gesagt, ich muss dieser Sache nachgehen. Jetzt fragt ihr euch, Pierre, Abu Hamza, du hast gerade gesagt, das ist so wichtig. Warum ist das wichtig, diese Information? Fällt euch was ein, warum das wichtig ist? Hm? Wie bei Werbung bei dir zum Beispiel. Bei mir? Bruder, guck mal, es gibt viele Brüder, sehr gute Brüder. Ach, sobald irgendwo was in der Zeitung steht, Islamist und so weiter und so fort, ach, die kriegen sofort,
die sehen das sofort als eine Katastrophe an. Und deswegen fangen die an, weniger zu arbeiten, weil sie Angst haben, wenn sie mehr arbeiten, dann werden vielleicht über sie dieses oder jenes erzählt und das würde der Dawa schaden. Bruder, das schadet der Dawa nicht. Wisst ihr, wie viele Gefährten zum Islam gekommen sind, weil sie irgendwo gehört haben, da ist ein Lügner, ein Verrückter und so weiter. Das war alles kostenlose Werbung. Das war alles kostenlose Werbung. Guck mal. Und ich gebe euch, wir werden noch mal verschiedene Geschichten reden. Tufail, der ist nach Mekka gekommen, weil er gehört hat, da ist ein Verrückter, ein dieses hin, der war neugierig. Und den Beweis dafür gibt es in der Werbung. Die Werbebranche, die sagen, wenn über ein Produkt schlecht geredet wird, aber es wird keine Alternative angeboten, wird dieses Produkt danach mehr verkauft. Wenn zum Beispiel die Milchfirma über Limonade schlecht redet, aber die preist nicht selber das, was sie haben, warum die Milch gut ist, danach wird die Limonade gekauft. Weil das Unterbewusstsein speichert das, der geht danach in den Laden und rate, was er kauft, der kauft die Limonade. Das ist so, der Mensch ist so. Und genauso ist das hier auch, Bruder, wisst ihr, wie oft wir das erlebt haben, dass über uns irgendein Quatsch erzählt und da kommt dann nur einer durch zum Islam, der sagt, ja, ich habe mir das dann angeguckt und Bruder, deswegen, wenn man die Dawa macht, dann kann man die Sira viel besser verstehen, weil man lebt das mit, subhanallah. Und hier ist das die Sache und die haben erzählt. So, was ist dann passiert? Er hat dann vorgenommen, den Propheten Mohammed zu treffen. Und das war zur damaligen Zeit, das war eine gefährliche Sache gewesen. Du konntest ihn nicht so einfach treffen zu dieser Zeit. Vor allen Dingen als Sklave, wenn die wussten, du hast dich mit ihm getroffen, wirst du vielleicht danach platt gemacht. So, was hat er gemacht? Er hat sich nachts rausgeschlichen. Erstmal, der Scheitan kam vorher noch. Er ist durch die Straßen gegangen, hat er Sklaven gesehen, die an den Propheten geglaubt haben und die gefoltert wurden. Und dann kam der Satan natürlich zu ihm und hat gesagt, boah, wenn du den Islam annimmst, dann wird es dir noch schlechter gehen. Aber Bruder, ich sage euch eins, Allah sagt im Koran, Surat al-Yasin, innama tunziru man ittaba adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil-ghayb. Du kannst nur denjenigen warnen, der der Ermahnung folgt und den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet. Achi, wir sagen erstmal zu denjenigen, die da draußen, die Nicht-Muslime, wir sagen zu denen, der Islam ist die Wahrheit. Beschäftige dich mit dieser Botschaft. Der Islam ist die Wahrheit. Beschäftige dich damit. Und sei auf der Seite derjenigen, die am jüngsten Tag ins Paradies gehen. Und für uns sagen wir, ja, für uns sagen wir, auch wenn wir auf der Wahrheit sind, dem richtigen Manage folgen, es kann Probleme geben, das gehört dazu. Aber das sollte uns wie Khabab nicht davon abhalten, die Schritte zu gehen, die richtigen Schritte. Und was war der richtige Schritt? Er ist zum Propheten gegangen. Wir gehen heute nicht, sallallahu alaihi wasallam, wir gehen heute nicht zum Propheten, wir gehen zur Sunna des Propheten. Selbst wenn der Prophet aus diesem Leben geschieden ist und im Leben des Barzachs ist, so ist seine Sunna lebendig. Und wir müssen sie auch lebendig halten mit unseren Taten. Jedenfalls der Prophet, also Khabab ibn Arad, ist dann zugegangen, hat mit ihm geredet und Alhamdulillah, er hat dann den Islam angenommen. Was hat er gemacht? Er hat den Islam öffentlich angenommen. Was ist dann passiert? Dann wurde er gefoltert. Warum eigentlich? Warum haben diese Leute damals, diejenigen, die zum Islam übergetreten sind, gefoltert? Hat einer einen Grund dafür, zum Beispiel? Kann mir einer einen Grund nennen, warum haben die nicht einfach in Ruhe gelassen? Das ist ein Sklave, interessiert das sowieso keinen. Damit er kein weiteres Beispiel für andere Sklaven ist. Zum Beispiel. Da waren sie recht. Erstmal dazu kurz, ich habe jetzt gerade nicht verstanden, was du gesagt hast, erstmal dazu kurz. Ihr müsst wissen, diejenigen, die dem falschen Weg folgen, folgen dem Satan. Folgen dem Satan. Und sie werden es hassen, wenn einer auf dem richtigen Weg ist. Und der Satan wird sie dazu anstiften, Leuten was Böses anzutun. Und es ist vielen Menschen noch nie schwer, anderen Menschen viel Leid anzutun. In der Geschichte der Menschheit sehen wir das überall. Was hast du gesagt, Bruder? Sie hatten Angst, dass die Sklaven auch Rechte bekommen. Im Islam. Sehr guter Punkt. Ihr müsst wissen, Islam ist die Herrschaft Gottes.
die Herrschaft des Menschen wird zur Herrschaft Gottes gebracht. Das heißt, die Sklaven kriegen Rechte. Diejenigen, die jetzt die Führer sind, die Herrscher sind, kriegen weniger Rechte. Der Führer ist dann Allah, Allah ist der Gesetzgeber. Das ist ein wichtiger Aspekt von Tauhid und deswegen der Führer, der seinen Satan im Nacken hat, wird das nie zulassen, weil er verliert seine Rechte. Und deswegen, welche Geschichte von welchem Propheten wird am meisten im Koran erwähnt? Von Musa a.s. Warum? 124 Mal wird sein Name erwähnt. Ein Grund davon ist erstmal, weil er Leute hatte, die sich ihm widersetzt haben auch. Obwohl sie seine Folger waren. Ja. Seine Anhänger auf einer Seite waren. Und weil er gegen einen Tyrannen geredet hat, der seine Herrschaft behalten wollte. Und die Sunna zeigt es, das Leben zeigt es, dass wir es immer wieder mit Führern zu tun haben, die Tyrannen sind. Dadurch weiß der Muslim, wie er damit umzugehen hat. Dadurch weiß der Muslim, wie er mit was umgeht, wie er mit Volk umgeht, was völlig neben der Musik am Tanzen ist. Verstehst du? Super. Und deswegen, vor allen Dingen auch, wird die Geschichte von Musa so oft erwähnt, dass es eine Weisheit, inshallah, davon. So, auf jeden Fall, das ist ein Punkt. Warum noch? Warum tun die ihm das noch an? Wie gesagt, weil der Satan ihr Führer ist. Und weil sie ihre Götter haben. Und weil sie es hassen. Jetzt siehst du zum Beispiel, und ein Grund davon ist oft falscher Stolz. Guck mal hier, falscher Stolz. Der ist auf einmal, die sind stolz auf ihre Götzen, auf ihre Vorfahren, auf ihre Nachfahren. Wie oft liest das im Koran? Wir folgen unserem Vorfahren. Abu Talib, was waren seine letzten Worte? Auf der Religion von Abdul Muttalib. Guck mal. Subhanallah, was ist los? Warum? Warum änderst du dich nicht? Warum änderst du nicht, obwohl du weißt, dass das die Wahrheit ist? Falscher Stolz. Jetzt guck mal, Leute, in Deutschland heute. Was erzählen die dir? Die erzählen dir genau denselben Quark. Die Demokratie, für die wir so lange gekämpft haben, die Rechte, für die wir so lange gekämpft haben, diese so und so und so weiter. Und dann fangen sie jetzt an, Deutschland und Deutsch muss, deutsche Leitkultur und deutsches dieses, deutsches jenes, europäisch-abendländische Kultur. Ist dir schon mal aufgefallen? Bruder, ist dir schon mal aufgefallen? 1990, als Deutschland Fußballweltmeister geworden ist, ne? Da bin ich als Einziger, ja nicht als Einziger, da war ich 12 Jahre alt, ja, oder 11 oder 12, mit dem Opel Corsa von meinem Vater sind mit der deutschen Fahne durch die Gegend gerast. Da sind die Weltmeister geworden. Andreas Bremen, 89. Minute gegen Goikoetxea, oder 90. Minute. Achi, 20 Jahre später, die Medien, die machen ein bisschen Propaganda für Deutschland und auf einmal, ach, die gewinnen in der Vorrunde gegen was weiß ich, gegen die Malediven. Auf einmal, jetzt als Beispiel, ja. Auf einmal sind alle mit der Deutschlandfahne am Rumfahren, als wenn die Weltmeisterschaft gewonnen hätten. Verstehst du? Ach, guck mal, wie um ein Gegengewicht gegen den Islam zu gewinnen, auf einmal vom Satan wieder Nationalismus und Stolz auf unser Land und auf unsere Sprache auf einmal wieder gepredigt wurde. Früher, wenn du nur gesagt hast, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, da warst du der größte Nazi, der rumgelaufen ist. Wo gar nichts, ist ja nichts Schlimmes, ja. Stolz, Deutscher zu sein, bist du halt stolz, ja, kein Problem. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber seht ihr das? Deswegen ist das so wichtig für uns. Jetzt, was ist denn passiert? So. Der hat den Islam angenommen, hat das öffentlich gemacht. Was ist danach passiert? Und das haben wir eben schon gesagt. Brüder, wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann kommen Probleme. Bruder, heutzutage, einige Leute, weißt du, die dir erzählen, wenn du Probleme kommst, sagen die, oh, da hast du bestimmt irgendwas falsch gemacht. Bruder, wenn du keine Probleme kriegst, dann stimmt irgendwas bei dir nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Nicht 100%, 1000%. Guck mal, Barak ibn Nawfal. Das erste Mal, wo der Prophet zum Zoom gekommen ist, der sagt, das ist der Namus, der zu Musa gekommen ist. Was wird passieren? Sie werden dich, ich wünschte, ich wäre ein Bursche. Würde ich nur leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Wie die vertreiben? Am Uchrijirum werden die mich vertreiben? Er sagt, Lam ya'ti rajulu mimithli qat illa udiya. Kein Mann
ist mit etwas von dieser Art gekommen, außer dass er angefeindet wurde. Guckt dir Nuh a.s. an, wie sie ihm Schaden zugefügt haben. 950 Jahre. Guckt dir Musa a.s. an, wie sie ihn verfolgt haben. Guckt dir Isa a.s. an, wie sie ihn verfolgt haben. Guckt dir den Propheten Muhammad a.s. an. Guckt dir seine Sahaba an. Guckt dir diese ganzen Geschichten an. Es ist so. Bruder, genau wie das Wasser heiß wird bei 100 Grad, fängt das Wasser an zu kochen, so ist es so, dass die Wahrheit gegen die Falschheit kämpfen wird bis zum jüngsten Tag. Und die Wahrheit, die Falschheit wird die Wahrheit riechen und wird die Wahrheit bekämpfen. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken. Das ist einfach so. Jetzt, was ist danach passiert? Erstmal haben sie ihn zusammengeschlagen. Dann haben sie den Haaren gezogen. Dann haben sie ihn heiße Fesseln angelegt. Ja. Und dann, was haben sie noch mit ihm gemacht? Achi, Umar al-Khattab in der Zeit von Medina hat er einmal gefragt, was mit den Leuten passiert ist. Da hat Khabab sein Oberteil ausgezogen, hat er seinen Rücken gezeigt. Da hat Umar al-Khattab gesagt, und du weißt, Umar al-Khattab ist kein Weichei, in keinster Weise. Der hat gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen, sinngemäß. Schwarze, tiefe Löcher im Rücken hatte der Khabab. Wisst ihr, was sie mit dem gemacht haben? Die haben Steine heiß gemacht, Steine haben die heiß gemacht, bis die geglüht haben in die Wüste, ja, und haben ihn da drauf gelegt. Er hat gesagt, der Khabab, er konnte hören, wie sein Fleisch verbrannt ist. Er konnte riechen, wie sein Fleisch verbrannt ist. Könnt ihr euch vorstellen? Aber wisst ihr, was das bei den Leuten gebracht hat? Bei diesen Menschen? Es hat ihnen nur noch mehr Iman hinzugefügt. Ach, das hat ihnen nur noch mehr Iman gegeben. Bruder, das ist der Iman. Bruder, deswegen müssen wir vorsichtig sein. Ach, der Munafik, jeder Wind, der kommt, sein Iman geht runter. Der wahre Gläubige, ach, umso mehr Proben der kriegt, umso stärker wird er. Möge Allah uns festigen. Möge Allah uns festigen. Ach, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Habt ihr einen deutschen Koran hier? Kannst du mal holen? Guck mal, Allah sagt erst im Koran, Sote Ankabut, 29. Suche, Vers 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Haben die Menschen gedacht, sie sagen, sie werden in Ruhe gelassen, weil sie sagen, wir sind gläubig und sie werden danach auf die Probe gestellt. Sure 2, Vers 214. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Und wir haben schon diejenigen, die vor ihnen waren, auf die Probe gestellt, sodass Allah diejenigen sieht, die wahrhaftig sind. Und die sieht, die Lügner sind. Sure 2, Vers 214. Verstehst du? Achi, das gehört dazu. Und guck mal hier, dieser Khabab, Achi, der wurde verbrannt. Dann, was ist passiert? Und jetzt kommt was noch Wichtigeres. Hä? Jetzt kommt noch was ganz Wichtigeres. Jetzt geht der Khabab, Ibn al-Arad, der geht zum Propheten a.s. Der hatte allen Grund dazu. Guck mal hier, Achi, die nehmen Fesseln, die nehmen deine Ketten, die machen die heiß, die legen dich in Ketten, die schlagen dich zusammen. Achi, die verbrennen dich lebendig. Die heiße Steine auf deinem Rücken, heißes Eisen auf deinem Rücken. Khabab ibn Arad, der geht zum Propheten a.s. Bruder, und jetzt kommt was so wichtig ist. Und er sagt zum Propheten, Ala tat'u lana. Das heißt, machst du keine Dua zu Allah? Mach doch Dua zu Allah, dass Allah uns hilft. Nee, du bist, das ist jetzt noch 115, Achi. Das ist Vers 100, 131. Geh, du musst mal runtergehen, dann kommt das. Guck mal, das sagt er. Was sagt jetzt der Prophet a.s.? Der Prophet, es sah aus, als wenn er ein bisschen wütend ist. Bruder, die Sache ist jetzt ganz wichtig. Guck mal, der fragt, die macht doch Dua für uns, dass Allah uns hilft.
mach doch Dua für uns, dass Allah uns hilft aus dieser Situation. Was sagt der Prophet a.s.? Der sagt, قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُوا فِي الْأَرْضِ. Vor euch gab es Männer, da wurde ein Mann, es wurde eine Kuh, es wurde eingebunden in die Erde. فَيُجْعَلُوا فِيهَا. Der wurde dann in die Erde reingebracht. ثُمَّ يُوتَى بِمِنْشَارِ. Dann wurde, بِمِنْشَارِ wurde gekommen, فَيُوتَى عَلُوا رَاسِي. Wie eine Säge auf seinen Kopf. Und dann wurde der in der Mitte durchgeschnitten. Das hat ihn nicht von seiner Religion weggebracht. Und dann andere, die kamen mit Kämmen aus Eisen zwischen seinem Fleisch und zwischen seinen Knochen, haben sie mit den Eisenkämmen sein Fleisch weggemacht. Das hat sie nicht von der Religion weggebracht. Und dann, was sagt er? Warum erzählt er das? Bruder, guck mal, das ist die Einstellung, die wir als Duat haben müssen. Ach, heutzutage, ach, da kommt irgendwas. Ach, die Leute haben Angst, dass sie beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Oh, ich werde nachher beobachtet. Bruder, ach, diese Leute wurden in der Mitte durchgeschnitten. Mach mir die Tür auf. Bruder, diese Leute, die wurden in der Mitte durchgeschnitten. Warum erwähnt der Prophet das? Ach, ich gucke nicht nach unten. Gucke nicht die Leute an, die in Ruhe gelassen werden. Gucke dir die Sahaba an. Der Prophet hat direkt ein Beispiel gegeben. Hey, hey, es gab Leute, die wurden in der Mitte durchgesägt. Das, was du hast, ist normal. Warum? Bruder, kennt ihr das Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid? Ach ja, das ist so. Wenn du siehst, es geht anderen auch so schlecht wie dir, ist das viel einfacher für dich auszuhalten, als wenn du der Einzige bist. Weil du sagst dir, die schaffen das ja auch irgendwie. Deswegen muss man sich diese Sache verinnerlichen. Jetzt noch was anderes. Der Prophet sagte mir sinngemäß, er soll Geduld haben. Denn was sagt der Prophet danach? فَوَاللَّهِ لَيُتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمَرِ. Allah wird diese Angelegenheit vervollständigen. Was heißt das? Sei standhaft, wir werden gewinnen. Allah wird das vervollständigen, bis ein Reiter, Raqib, von Sana'a bis nach Hadramaut geht und nichts fürchtet, außer Allah und den Wolf für seine Schafe. Was heißt das, Bruder? Und das müssen wir uns merken. Ach, der Islam wird siegen. لَيُتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمَرِ. Der Islam wird siegen. Guck mal, der kommt mit, guck mal, der hat solche Probleme. Der sagt ihm was. Ach, das ist die Einstellung, Bruder. Wir haben heute in Europa so viele Leute. Ich habe schon so oft erlebt. Du redest mit denen. Wie ist denn die Dauer in Europa? Da wirst du so oft gefragt, wie ist denn die Dauer in Europa? Viele, Bruder, wir müssen dieses Gefühl, wir müssen das loswerden. Viele, du fragst, wie ist die Dauer in Europa? Ja, schwer. Ah, wir haben Probleme. Ach, ich streich das. Ach, wisst ihr, was ich immer sage, wenn die mich fragen, wie ist die Dauer in Deutschland? Was ich immer sage, Al-Fathu Karib, die Eroberung ist nah. Ach, du musst, Bruder, Tafa'ul ist gefragt, das ist vom Islam, du musst Optimismus haben. Du musst Optimismus haben. Ach, guck mal hier, Allah, der Prophet sagt ihm, ach, vor dir, Leute, ging es genauso. Das ist der Weg, das gehört dazu. Egal was du hast, du schaffst das. Allah wird uns helfen. Allah wird diese Sache vervollständigen, aber ihr seid ein Volk, was ungeduldig ist. Tasta'jilun, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Ihr seid ein Volk, das sich überhastet ist. Warum überhastet? Allah stellt dich auf die Probe. Allah sagt im Koran, walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahideen minkum was-sabirin. Wir werden euch auf die Probe stellen, bis wir die Mujahideen von euch kennen und die Sabirin. Wie sagt das? Wir werden es tun. لَنَبْلُوَنَّكُمْ. Auf jeden Fall, mit Tawqid, mit Sicherheit. Hier, guckt ihr diesen Vers an, Leute. Denkt ihr etwa, ihr werdet in den Himmel, ins Paradies eingeben, selbst wenn euch nicht das Gleiche wie denen vor euch, widerfährt? Denkt ihr, werdet in den Himmel eingehen? Allah sagt das zu dir. Ach, das ist Khabab. Das sind die verschiedenen Leute. Denkt ihr, werdet in das Paradies eingehen und euch wird nicht dasselbe widerfahren wie denen vor euch? Armut und Drangsal befielen sie und sie wurden gewaltsam geschüttelt, sodass der Gesandte und die mit ihm Gläubige und die mit ihm Glaubenden ausriefen, wann kommt Allahs Hilfe? Und was sagt er dann? Wahrlich, Allahs Hilfe ist nah.
Bruder, und ich sage euch hier eins. Die Hilfe Allahs, die kommt immer runter im letzten Moment, wo du nicht mehr mit rechnest. In dem Moment, wo der Prophet, wo Abu Talib gestorben ist, hatte keinen mehr, der ihn schützt. Und er muss seine ganze, alles was er hat, verlassen, kommt die Hilfe mit Medina. Musa alayhi salam, der steht an dem Meer. Der steht am Meer, und hinter ihm ist das Heer vom Pharao. Und die sind wieder alle am Mabotzen, außer einigen. Ja, guck mal, jetzt hier stehen wir hier. Ja, die Leute, die nicht richtig im Glauben sind, alle sind am Motzen. Und was kommt dann, Achi? Schlag auf das Meer. Bam. Und das geht hoch. Und dann läuft Musa durch. Und jetzt pass auf. Musa steht am anderen Seiten vom Roten Meer. Die sind alle durchgekommen und schlägt auf das Meer. Der will, dass es wieder zugeht. Aber Allah wollte nicht, dass das zugeht. Warum? Aber Allah wollte erstmal, dass der Pharao und seine Leute alle im Wasser drin sind, dass das Meer dann zugeht. Allah hatte schon einen anderen Plan gehabt. Aber in diesen Situationen kommt die Hilfe Allahs. Und in diesen Situationen wird selektiert, wer ist derjenige, der standhaft bleibt, wer nicht. Und glaub es mir, es gibt keine Situation, wo Allah dir keinen Ausweg schafft. Und so ist es auch mit Khabar passiert. Er ist gefoltert worden. Dann ist er nach Abyssinien ausgewandert. Dann ist er danach, da wurde dann erzählt in Abyssinien, dass es sich alles erledigt hätte, weil die wollten, dass die Leute zurückkommen. Dann ist er wieder zurückgekommen nach Mekka. Und es war immer noch genauso wie vorher, gefährlich für ihn. Und dann ist er nach Medina ausgewandert. Und in Medina, da haben sie dann den islamischen Staat gegründet. Und denk nicht, Medina war leicht. Bruder, viele Leute, guck mal, viele Leute, auch was ich eben gesagt habe, tun so, wie Medina war dann alles locker gewesen. Ach, in Medina war ein Kampf. Bruder, insbesondere die, bis zur Schlacht von Ahzab, ja, Khandaq, Ghazwatul Khandaq, bis dorthin, ach, es war richtig schwer gewesen. Vor allen Dingen bis dorthin. Das war die ganze Zeit schwer. Weil Bruder, der Islam ist ein Kampf. Der Kampf zwischen Haqq und Batil geht bis zum jüngsten Tag weiter. Aber was hat Khabab dort gemacht? Und jetzt guck mal, ach, er hat zwei Hijras gemacht. Und der Prophet sagt, dass die Hijra alle Sünden löscht. Das ist uns auch gut für die Leute, die jetzt aus Baladul Kufr hier hinkommen. Zum Baladul Islam. Und er hat zwei Hijras gemacht. Einmal nach Abyssinien, nach Habascha. Warum hat der Prophet die Leute nach Habascha geschickt, nach Äthiopien? Viele denken ja einfach nur, damit die gerettet sind. Nein, der Prophet war intelligent gewesen. Er wollte ein zweites Standbein aufrecht halten. Er wollte ein Standbein auch in Äthiopien haben. Ja, das heißt, dass er auf mehreren Beinen steht, Vorsichtsmaßnahmen haben. Ja, und erst später, viel später, als in Medina alles sozusagen Paletti gewesen ist, ja, alles gut gewesen ist, kamen die aus Abyssinien wieder zurück nach Medina, weil er zwei Standbeine haben wollte. Der ist also auf Nummer sicher gegangen. Ja. Jetzt eine Frage zu dem Hadith eben. Warum hat der Prophet gesagt, der Reiter von Hadramaut, von Sana'a nach Hadramaut, warum hat der Prophet nicht gesagt zu ihm, von Mekka nach Medina oder so? Ja, weil wäre eigentlich viel näher gewesen. Weil diese Strecke bekannt war für Diebe und Verbrecher. Und tatsächlich, das ist passiert. Es war so sicher geworden, als der Hukm von Islam galt, dass dort, wo vorher die Verbrecher gewesen sind, dass es dort keine Verbrechen mehr gab und jeder sicher reisen konnte. Jetzt, es gibt keinen islamischen Hukm. Scharia ist abgeschafft sozusagen oder so gut wie. Ich meine, in Jemen gibt es einige Gesetze, die in der Scharia sind. Und was ist dort? Genau im selben Gebiet heute, Bruder, kannst du nicht mehr unbewaffnet reisen. Genau im selben Gebiet. Und das sagt, ach, Islam ist die Lösung. Alhamdulillah. Jetzt fragt man sich, der Prophet, seine Sahaba wurden so gequält, warum wurde er so gequält? Er hat sich erst die ihm geholfen haben. Was? Er hatte erstmal, der Prophet, hatte in Mekka Leute, die ihm geholfen haben. Wie zum Beispiel Abu Talib. Aber Leute, er wurde nicht wirklich verschont. Er wurde auch im Gebet gewürgt. Ihm wurden verschiedene Sachen. Vielleicht körperlich wurde er nicht so gekillt wie Khabab oder wie Sumayya oder wie Yasir. Sumayya, die erste Märtyrerin, radiallahu anha. Aber psychische Qual ist manchmal schlimmer als physische Qual. Wenn der Lehrer einem Schüler eine Ohrfeige gibt,
Die Ohrfeige, nach 10 Sekunden spürt er die nicht mehr. Aber der psychische Schmerz, die Blamage vor der Klasse, spürt er noch längere Zeit. Und psychische Schmerzen sind manchmal sehr oft schlimmer als physische Schmerzen. Ja? So dann, was hat dann Khabbab ibn Arad gemacht? Guck mal, 2 Hijras, Qualen, die er dort erlitten hat. Dann hat er in Badr mitgekämpft. Und die besten Sahaba, ja, die besten Sahaba sind natürlich die Khulafa Rashidin, dann die Ashara Mubashara, dann Badr, dann Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah und so weiter. Badr, das ist Elite der Sahaba. Wie viele Sahaba haben dort gekämpft? Weiß das einer? 313 wird gesagt. Circa 313 Sahaba haben dort gekämpft. Gegenüber 900 Kuffar. Und sie haben diese Schlacht gewonnen. Haben wir dann, nachdem der Prophet also gestorben ist, was hat er dann gemacht? Hat er sich zur Ruhe gelegt? Nee, er hat sich nicht zur Ruhe gelegt, sondern er hat dann danach erstmal viele Völker, Munafikun, haben damals den Islam angenommen, offensichtlich, und sind, nachdem der Prophet gestorben ist, vom Islam abgefallen. Wer hat die bekämpft? Abu Bakr. Und Khabbab ibn Arad war einer von denen, die mitgekämpft haben in dieser Schlacht. Ja. Dann gegen die Römer hat er gekämpft. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, damals gegen die Römer haben seit Jahrhunderten die Perser, die Länder versklavt. Deswegen viele sagen heute, ja, boah, der Prophet hat so viele Kriege gemacht. Gegen wen hat er Kriege gemacht? Der hat Kriege gemacht gegen, oder dann seine Folger, die Khulafa. Erstens, gegen die arabischen Götzendiener, die größten Verbrecher waren. Zweitens gegen Juden, die ihn betrogen haben und geholfen haben, den Götzendienern geholfen haben, ihn zu zerstören, wie zum Beispiel Bani Qurayza, ja, wo ca. 800 Leute geschlachtet wurden. Ja, so. Weil in der Schlacht von Khandaq, ja, haben die den Götzendienern geholfen, obwohl sie eigentlich einen Friedensvertrag mit dem Propheten hatten und sind hintenrum haben sie versucht, ihn zu vernichten. Ja? Da ist der Prophet direkt nach Khandaq losgegangen, Bani Qurayza, und hat Sa'd ibn Mu'adh den Befehl gegeben, er soll das Urteil über sie fällen. Welches Urteil hat er gegeben? Dass alle Männer getötet werden. Und was sagen wir dann dazu? Heute sagen dann die Leute, oh ja, brutal, und die Leute schämen sich dafür. Wisst ihr, was wir dazu sagen? Wir sagen Alhamdulillah. Das war, wie der Prophet sagt, das Urteil von über 7 Himmeln, was Sa'd ibn Mu'adh gesagt hat. Radiallahu anhu. Ja? Das war das Urteil von über 7 Himmeln. Ja? Warum hat er die Leute aus Mekka in Ruhe gelassen? Warum hat er diese Leute abgeschlachtet? Bruder, weil die verräterisch waren. Das waren Leute, die ihn getötet hätten. Hätte er nochmal einen Friedensvertrag gemacht, dann hätten sie ihm nächste Woche werden sie ihm wieder in den Rücken reingefallen. Konnte sich nicht auf diese Leute verlassen. Und Allah wusste, dass jeder, der dort stirbt, es verdient hat. Jeder, der dort stirbt, und es gibt unterschiedliche Zahlen, ca. 800, die dort getötet wurden. Ja. So, dann gegen wen hat er noch gekämpft? Gegen Römer. Was waren das für diese Römer? Die Römer waren Imperatoren, das waren Leute, die Länder versklavt haben. Deswegen zum Beispiel hier in Ägypten, als Amr ibn al-As Ägypten erobert hat, die Menschen hier in Ägypten, die haben die Muslime als Befreier gesehen. Weil als die Muslime gegen die Perser gesehen haben, die Menschen haben die Muslime als Befreier gesehen. Weil die Muslime mit etwas Besseren kamen, weil die einen besseren Akhlaq hatten. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Gegen diese Leute hat er gekämpft. Erstens, gegen was arabische Götzendiener von der schlimmsten Sorte, die nachher noch Ritter gemacht haben, Verräter. Dann zweitens gegen die Juden, die ihn, mit denen er Friedensvertrag hatte, den gebrochen haben, ihn dann bekämpft haben. Und Römer und Perser. Das ist das, wogegen die Khulafa und so weiter gekämpft haben. Die haben nicht irgendwelche unschuldigen Menschen getötet, sondern die Perser und die Römer wollten sie sowieso angreifen. Das wollte ich nur mal nebenbei erwähnt haben. Ja? So. Als er dann gestorben ist, was hat er dort gehabt? Er hatte Sorgen gehabt vor seinem Hisab. Wo ist er gestorben? Er ist in Kufa gestorben, als er 73 Jahre alt war. Er war am Ende mit Ali radiallahu anhu in Kufa im Irak. Jetzt musst du dir mal vorstellen, Brüder. Er hatte Qual gehabt. Er hat 2 Hijras gemacht, in Uhud gekämpft, in Badr gekämpft. Er hat die Fett von Mekka mitgemacht. Er hat die Kämpfe gegen die Leute von Ritter gekämpft, gegen die Römer gekämpft. Er war ein Lehrer vom Koran gewesen. Durch ihn ist Umar al-Khattab Muslim geworden. Denn als Umar al-Khattab aus Wut, als er gehört hat, seine Schwester ist Muslime geworden, ist zu seiner Schwester gegangen,
hat er den Koran von draußen mit Zut und Doha, wer hat ihn vorgelesen? Khabab. Er hat seine Schwester ihn versteckt. Umar al-Khattab kam rein. Er hat gesagt, ich will das. Und er wollte auf Said ibn Zayd losgehen. Seine Schwester ist dazwischen gegangen. Hat er die Schwester ins Gesicht geschlagen, das hat er dann bereut. Was ist dann passiert? Ja? Dann wollte er etwas vom Koran hören. Die Schwester hat gesagt, du ziehst dir nicht an, du musst erstmal dich waschen, du bist Najis. Guck mal, diese Ezra, die trotzdem hat, Nachricht, so ein Typ, der hat mir gerade eine Frau, der hat der Frau gerade ins Gesicht geschlagen. Fatima ibn al-Khattab. Verstehst du? Aber die hat trotzdem Ezra. Achi, und dann hört er diesen Koran und er ist beeindruckt davon. Und dann kommt Khabab raus. Und Khabab sagt, der Prophet hat Dua für dich gemacht, dass Allah einen der zwei Umars, ja, entweder Umar, der eine Umar war Umar al-Khattab, der andere Umar war Abu Lahab, recht leitet. Guck mal, diese Person hat Angst vor seinem Hisab, bei all diesen Sachen. Da sagen wir, Achi, wo sind wir? Weißt du, warum er Angst hatte? Weil am Ende hatten sie nicht mehr so viel Sucht gehabt, weil die Muslime so reich geworden sind durch den Segen und durch den Dschihad, den sie gemacht haben gegen die Römer. Und deswegen hat er Angst vor Hisab gehabt. Und wisst ihr, wer Totengebet für ihn gemacht hat? Kein anderer als Ali ibn Abi Talib. Und Ali ibn Abi Talib hat dann gesagt, Rahimallahu Khababen, möge Allah sich Khabab erbarmen. Ja? Er sagt, Eslama Ragiben, der ist aus Liebe zum Islam übergetreten. Wahajara Ta'i'an, und er ist aus Gehorsamkeit ausgewandert, wa asha mujahiden, und hat als Mujahid gelebt. Und deswegen möge Allah uns diesen Gefährten auch als Vorbild nehmen. Und inshallah nennt man jemand seinen Sohn Khabab, achi, ist fast ein ausgestorbener Name, ist echt traurig. So ein Held des Islam, und Khabab ist mal was anderes. Kennt ihr einen, der Khabab heißt? Inshallah, vielleicht nennt mal jemand den Khabab, damit dieser Held mal wiederbelebt wird. Möge Allah uns Ikhlas geben und möge Allah uns durch diese Geschichte unseren Iman stärken und uns zu Vorbildern des Islams machen. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.